Herzlich willkommen zu Lillys Cupcakery. Heute möchte ich mit euch einen Cupcake backen, den ich mir selbst ausgedacht habe und zwar inspiriert von unserem Freund Victor, der Barista des Tumult Cafés in Frankfurt. Victor hat mir einen Eis Mochaccino oder Mocha, ich weiß nicht mehr genau, wie er es genannt hat, gemacht und es war so lecker, dass ich zu ihm gesagt habe, ich will genau wissen, wie er den gemacht hat, damit ich da draußen einen Cupcake machen kann. Da habe ich dran rumgebastelt und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Der Grundteig besteht aus Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillinzucker. Dann haben wir hier von Jakobs benutze ich einfach diese Espresso-Tütchen. Dann haben wir Öl, ein bisschen Sprudel, Eier und dann haben wir diesmal keinen Backkakao, sondern richtigen Kakao. Da schreibe ich euch unten in die Beschreibung, welche Marke das ist. Der ist ein bisschen teurer, aber das ist genau der, den Victor benutzt hat und den würde ich auch gerne benutzen, weil der war so lecker. Und dann haben wir noch ein bisschen Vanilleextrakt. Das wäre der Teig. Was wir machen ist, wir mischen erstmal alle trockenen Zutaten. Und natürlich muss ich ganz kurz noch Shoutout an meine Eltern, die waren in Valencia und haben mir das mitgebracht. Es wurde auf der Straße handgenäht. Also wirklich ganz schnell so haben die das gemacht. Finde ich super süß. Danke. Okay, jetzt die trockenen Zutaten mischen. Dann kommen einfach die restlichen Zutaten dazu. Und ihr findet wie immer die Mengenangaben unten in meiner Description. Boah, das riecht schon super lecker durch den Espresso. Ich weiß nicht, ob ich das eben erwähnt habe bei den Zutaten, aber ihr müsst auf jeden Fall immer eine Prise Salz mit reingeben, damit der Geschmack noch mehr hervorgehoben wird. Okay, jetzt befüllen wir unsere Förmchen. Ihr solltet circa 20 Cupcakes aus dem Teig bekommen. Dann wird gebacken und dann zeige ich euch, was wir als Frosting machen. Das wird nämlich auch ganz cool. So, wir kommen zum Frosting und ich habe jetzt bereits 5 Minuten lang meine Butter komplett auf der höchsten Stufe geschlagen, damit sie schön weich und fluffig wird. Und weiß und fluffig. Jetzt sieben wir den Puderzucker erstmal dazu. Und jetzt siebt ihr direkt nochmal von dem Kakao, den ihr auch in euren Cupcakes habt, mit in das Frosting rein. Das ist circa ein Esslöffel. Jetzt kommt ein bisschen Vanilleextrakt noch dazu und dann 43. Das kennen wir normal mit Milch. Jetzt ist es mit Frosting. Ich mag den Geschmack von 43 total, weil das ist irgendwie so karamellig und das geht voll gut zusammen mit Vanille und Schokolade und Kakao und Kaffee. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen und da kommt jetzt auch nochmal ein Esslöffel ins Frosting dazu. Das Frosting kommt jetzt in den Kühlschrank und dann warten wir, bis unsere Cupcakes fertig gebacken sind, um sie dann zu frosten. Hier ist unsere erste Runde von den Mocha Cupcakes. Die sind super schön hochgebacken und jetzt habe ich hier meine Tülle befüllt mit unserem 43 Kakao Frosting. Das spritzen wir jetzt oben drauf. Dann dekoriere ich das gleich noch ein bisschen schön mit 43 Steckern und noch ein bisschen Schokolade. Ich hoffe, das Video und der Cupcake dazu haben euch gefallen und dass ihr ihn mal zu Hause nachbackt. Wenn dem so ist, dann nehmt ein Foto auf, postet es auf meine Facebook- oder Instagram-Seite mit dem Hashtag Lillys Cupcakery. Ihr backt das schon und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und wenn ihr euch irgendwas von mir wünscht, dann kommentiert unten drunter. Und jetzt dürft ihr das Abonnieren nicht vergessen. Bis dann, tschüss!